Hallo, Digga, und hier zurück in Digimon Masters Road to Examon, wo ich gerade meine Examon-Quests mache. Yay! Wie versprochen, im letzten Part habe ich mir ein wenig Gedanken darüber gemacht, über was ich reden kann, während ich jetzt die Void-Kammern suche, um ein Item auf ihn einzusetzen und dann hier wieder zu verschwinden. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo sind die denn? Bin ich doof? Moment. Ja, wo bin ich? Keine Ahnung. Ganz andere Seite scheinbar. Ja, ich wollte ein Item auf die Wollkammern einsetzen, damit ich das Quest weitermache. Und ich wollte... Ah ja. Ich hatte überlegt vor diesem Part, über was ich reden kann. Bedauerlicherweise ist mir nichts eingefallen. Oh, das ist so traurig. Das ist traurig. Deswegen dachte ich mir, rede einfach spontan einfach weiter. Es ist immer noch besser, als wenn ich jetzt hier 10, 20, 30 Minuten lang sitze, überlege und zu keinem wirklichen Ergebnis komme, während ich hier dieses ganze Zeug mal machen kann und mich frage, wo ich als nächstes hin muss. Das ist das dort Data Village, das ist Snow, die Schnee, das Schneegebiet, Hideout, was ist denn das? Western Village, gut, Snowstorm Village muss ich ja sowieso hin. Das ist sogar in der Nähe von dem Distorted Data Village, das ist super. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zuerst zum Western Village. Habe ich noch einen Jump Booster dabei oder habe ich keine mehr? Ich habe keine mehr. Schade. Müssen wir ein Stück zurücklaufen. Würde ich sagen, gehen wir zuerst ins Western Village, gehen da die... Was sage ich denn da eigentlich? Fliegen wir da die... das Stückchen da ab? Granny ist das doch gar kein Problem. Dann ins Snowstorm Village, da die Orte besuchen und dann haben wir beide Quests mehr oder weniger gleichzeitig fertig. Das ist zumindest das Sinnvollste, als wenn ich jetzt hier eins nach dem anderen mache und mich dann ärgere und denke, oh Gott, ich muss schon wieder dahin zurücklaufen. Nein, nein, nicht mit mir. Ich bin ein Typ, ich gucke auf jeden Cent und bei mir geht Quantität vor Qualität. Also zum Beispiel in der Mittagspause. Statt mir überteuertes Essen zu kaufen in irgendeinem der Schnellimbisse, die da um die Ecke sind, wo ich vielleicht, weiß ich nicht, gebratene Nudeln oder sowas kriege für, weiß ich nicht, 7 Euro vielleicht oder 8, keine Ahnung. Wo ich dann nur eine halbe Stunde habe, um das zu essen, weil ich hatte nur eine halbe Stunde Mittagspause. Und dann noch die Preise zu bezahlen, denke ich mir, nee. Dann gehe ich lieber zu dem Real gegenüber, kaufe mir eine Packung American Cookies, also diese großen fetten Kekse mit den Schokostückchen drin. Moment, kriege ich hier Jump Booster. Und für 79 Cent. Sättig mich genauso und ist günstig. So, Kleidung, Equipment, Items könnte vielleicht sein. Hallo. Naja, du hast zumindest eine fürs Stats Center. Nehme ich doch mal, da spare ich wenigstens ein paar Sekunden. Und das eine Megabit tut nicht weh. Megabyte, keine Ahnung. Man denkt, man würde vorne hier bei den ganzen Sachen rausgelassen werden. Nein, man wird da ganz hinten losgelassen. So, kriege ich hier einen Automaten eventuell nur für die DRTS. Okay, herrlich. Herrlich. Habe ich in meinem Inventar vielleicht noch was Entsprechendes über?
Gracia. Western Village habe ich sogar noch einen. Super. Nehmen wir mal einen mit. Hallo? Ja, Mann. Ich bin doof. So, danke schön. Yokohama. Gift Glacier. Dafür brauchen wir eins, was auch immer. So. Was war das andere da noch, was ich da jetzt mittendrin gesehen habe? Achso, das ist was ganz anderes, okay. So, Western Village. Auf. Ah, Moment. Ich könnte ja ein bisschen Weg abkürzen. Ich brauche das Hideout. Okay. Was mache ich denn da? Ich mach Blödsinn. Alter, du bist mit. Ha. L war das, glaube ich. Naja. Und hier, da ist es doch. So, Western Village East und West. Da muss ich hin. Okay, gut, dann hatte ich falsch geguckt. Western Village. Western Area East. Move. Yes. Ihr könnt nur in einem Gartenspiel partizipieren, wenn ihr etwas aufs Spiel setzt. Yes. Ich setze meine Ehre aufs Spiel. Meine Flagge. Ich muss ja nur die Orte besuchen, ne? Chicken Combos finde ich gut. Wir müssen. Hideout. Ah, da unten hin. Okay. Runter. Kann ich da auch Markierung setzen? Nein? Schade. Muss so gehen. Über was hatte ich vorhin gesprochen? Über Geld, ne? Und dass ich sehr sparsam bin und... Ach genau, und dann das mit der Mittagspause und... Hideout ist hier hinten. Oder? Ja, hier bei dem Lagerfeuer. So, sehr schön. Jetzt müssen wir in die East Area. West Area, meine ich, natürlich. Das ist da. Oh, toll. Oh Gott, ey. Ich könnte kotzen. Ja, es ist halt so mit dem Geld. Geld ist Geld. Ich habe sowieso nicht so viel. Als Student hatte ich irgendwie viel mehr Geld, aber es liegt daran, dass ich BAföG gekriegt habe. Die guten alten Zeiten. Ja. Ach Gott, es ist spät. Es ist spät, liebe Kinder. Ich glaube, sobald ich die beiden Quests fertig habe, mache ich auch erstmal Schluss. Damit mir das jetzt hier auch nicht selbst zu spät wird, privat zu spät wird, muss ich morgen früh wieder raus. Ugh. Wobei es morgen entspannt wird. Weil eigentlich sollte ich... Schön, darüber kann ich reden, das ist gut. Ohne Namen zu nennen, natürlich. Ich kann nicht lang jetzt. Da, wo der Ausgang ist. Ich sollte diesen Monat eigentlich in eine andere Abteilung gehen. Aufgrund der auszubildenden Rotation. Dass ich ja alle Abteilungen in dem Unternehmen mal besuche. Wo ich gerade eine Ausbildung, meine Ausbildung mache. Und ich sage nicht das eine Wort. Und oh Gott. Mein Kopf ist gerade matsch. Wieso? Ich
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man an einem Abgrund steht und versucht, das Brückenende zu erreichen von einer Brücke, die gerade kaputt gegangen ist? Rotation. Genau. So, jetzt habe ich die Brücke wieder in Hand. Die Rotation, genau. Und jetzt ist es schon wieder weg. Ich habe losgelassen. Ach Gott, damit. Rotation. Ach, komm her, Kerberos Morgen. Bring mich ins Western Area, wer ist? Ach, Rotation. In eine andere Abteilung kommen, aber weil jetzt das ganze Team von der Abteilung, wo ich vorher drin war, von November bis Januar, jetzt von morgen bis Freitag, bis auf eine Person weg ist, haben sie mich gefragt, ob ich diese Woche noch spontan da bleiben kann, um das Team, das Ein-Mann-Team, Ein-Frau-Team, besser gesagt, zu unterstützen. Das heißt, ich bin morgen mehr oder weniger mit einer Person aus dem Team da. Die Kunden und so, die wurden mir schon alle entzogen Anfang des Monats, also vorgestern oder gestern wahrscheinlich. Ja, eher gestern. Ja, das heißt, so akut habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe heute Webseiten nachgebaut, weil ich Bock drauf hatte. Wo muss ich eigentlich hin? Ah, nach da unten. Weil ich Bock drauf hatte und weil das auch später Teil meiner Zwischenprüfung ist und kann ich mich auch gleichzeitig schon mal ein bisschen darauf vorbereiten, anstatt da vor Langeweile dahin zu vegetieren. Denke, dass das zumindest sinnvoller ist. Es hat auch gewisse Lerneffekte. Ich habe einige paar neue kleine Kniffe gelernt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo ist denn das? Das hier. Ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Oh nein, das ist ja so schrecklich, dieser zerstörte schwarze Turm. Ach man sieht das gar nicht. Mit den schönen Effekten, die da so rauskommen, diese Digi-Buchstaben, ist eigentlich immer nur der gleiche. Aber das war schön. Wie gesagt, habe ein bisschen was gelernt und ich denke, morgen mache ich dann, also ist das für euch eigentlich schon gar nicht mehr relevant, habe ich mir vorgenommen, nochmal eine zu machen und ein bisschen auf der Zeit zu gucken. Und Moment, ich brauche ja gar nicht mehr hier sein. Yep, ich brauche gar nicht mehr hier sein. Wir müssen als nächstes, müssen wir hin. Digimon Grave of Frozen Waterfalls. Frozen Waterfalls. Ich glaube, das war hier. Ich kann mich auch irren. Nur ich weiß noch nicht, was ich am Donnerstag machen soll. Immer noch dann nur mit der einen Frau da zusammen und naja. Bin ich jetzt hier richtig? Freezing Area, ja, da müssen wir, glaube ich, hin. Ja, und es ist halt, ich habe halt, bis Donnerstag, Freitag habe ich zum Glück Schule, aber ich weiß noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht brauche ich dann noch eine Webseite, wenn meine Motivation es zulässt. Vielleicht kriege ich auch eine Aufgabe. Weiß, wer weiß. Der Weg führt mich in eine Sackgasse. Das ist herrlich. Ah, oh, das ist nur ein Wegpunkt, verfloht noch eins. Ich dachte, das wäre ein Teleport. Ich bin so doof. Ich muss. Hä? Snowstorm Village. Igloo. Place. Oh, ich musste der Infinite Ice Wall. Oh Gott, ich bin so doof. Schon wieder, immer noch. Ich kann mich da nur nicht hin teleportieren. Oh Gott. Ich wusste doch, irgendwie sah das zu wenig aus. Was mir auch gerade noch einfällt, ich muss noch das neueste Kapitel von Nanatsu no Taizai lesen. Also, Seven Deadly Sins. Verdammt.
Stattdessen nehme ich gerade auf. Mist. Wird Zeit, dass ich diese beiden Quests erledige. Und ich sehe, glücklicherweise gucke ich auf die Uhr. An dieser Stelle sage ich bye-bye. Wir riechen uns beim nächsten Mal. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ich bin weiterhin auf dem Weg erstmal zu der unendlichen Eiswand. Und da sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Man riecht sich. Bye-bye. Morgens halb 10 und wieder im Schneegebiet. Mal wieder. Ugh.